So, hallo Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier zu dem neuen Video von Harte Schales Hausregeln mit dem Philipp, Servus. der sich im DSA-Forum Harte Schale nennt. Findet ihr auch unter dem Video in der Infobox, da ist der Link zu den Hausregeln, könnt ihr euch als PDF runterladen und noch viele wichtige Informationen mitnehmen. Was wir heute machen ist, wir gehen auf die Magieregeln ein. Nicht erschrecken, haben wir schon mal gemacht, aber auf die Leitregeln. So. Für alle, die jetzt in diesem Video dabei sind und die Leitregeln noch nicht gesehen haben, dann auch unten in der Infobox, da ist die Playlist zu den Leitregeln Magie. Denn was wir jetzt machen, ist die Medium-Geschichte, also die nächste Schwierigkeitsstufe oder die nächste Regelbreite. Und da sollte man schon so ein bisschen Grundwissen von den Leitregeln mitbringen. Und ja, ansonsten übergebe ich jetzt das Wort an dich. Und ja, dann legen Was wir wir bei den los. Leitregeln gesehen haben, ist zwei ganz wichtige Sachen. Einmal, dass wir es lieber Kantiones immer benutzen, auch in gemischten Gruppen mit unterschiedlichen Regelniveaus. Alle Zauber sind erstmal wie im Liber Kantiones beschrieben, bis auf ganz wenige allgemeine Änderungen, die vor allem die Bereiche Antimagie, Heilung und Schadensmagie betreffen, die dann die Zauber aber fast nicht verändern. Man kann alles nahezu eins zu eins so spielen, auch in gemischten Gruppen. Und die spontanen Modifikationen, die ähnlich wie ein Manöversystem beim Kampf erlauben, eine ganz große Bandbreite, sehr einfach und mit viel einfachen Regeln, die aber trotzdem ein balancierteres Ergebnis präsentieren insgesamt und viel mehr roten Faden beinhalten, weil gleiche Zuschläge immer ungefähr gleich viel bringen und alles in fünf Schritten skaliert ist, dann damit rangehen. Darauf aufbauend kommen jetzt die Leitregeln und erweitern das Magieerlebnis. Nachdem wir quasi alle Zaubersprüche schon haben und die spontanen Modifikationen, aber noch keine Sonderfertigkeiten, gehen wir jetzt in den Medium-Regeln auf einige allgemeine Aspekte ein. Und es gibt dann noch Unterkapitel. Unterkapitel, die sind zum Beispiel so etwas wie die Beschwörung von Dämonen oder das Erschaffen von Chimären, also künstlichen dämonischen Mischwesen und so weiter und so fort. Auf diese Unterkapitel werde ich jetzt hier in diesem Leitvideo nicht eingehen. Wenn man damit sich beschäftigen mag, dann gibt es ein extra Video. Das sind spezielle, aber auch abgeschlossene Themenbereiche, die die restlichen Regeln auch nicht benötigt, die man auch einfach rausnehmen kann und einzeln verwenden kann. Aber hier gehe ich jetzt auf allgemeine Aspekte von Magie Medium Ja, ein, von der nächsten Detailtiefe. die Dämonen und so weiter, die waren ja bei Light quasi ausgeklammert, ne? Ganz genau. Die wurden, es ist, du hast gesagt, wenn ich das jetzt noch richtig in Erinnerung habe, so circa 75% oder 80% ist mit den Leitregeln abgebildet. Was es alles in der kompletten Fülle gibt und ist, war das die Zahl ungefähr? Also zauberspruchtechnisch sind mehr als 95% abgedeckt. 95 sogar. Ja, genau. Es gibt aber quasi bei den Dämonen gibt es zwei Zauber von diesen hunderten Zaubern, die es gibt, mit denen man Dämonen rufen kann. Aber die Dämonen, wenn man sie mal gerufen hat, brauchen halt noch eine ganze Menge an Regelfülle und du brauchst auch das Buch dazu, wo dann Dämonen drinstehen. Es hat nichts mehr mit dem Zauberspruchbuch an sich zu tun. Ah ja, Das okay. Zauberspruchbuch für alle normalen Zauber funktioniert aber weiterhin genauso. Das ist das Liber Cantiones. Ganz Und genau. wo waren die Dämonen dabei? Dem Magiebuch, also in der DSA 4, gab es eine Sammelbox und da gab es dann ein Dämonenbuch in dieser Sammelbox. Und jetzt gab es in DSA 4.1 einen Gesamtmagieband gewissermaßen und Wege Das der ist Zauberei. Und da gibt es genau. ein längeres Unterkapitel dazu. Also ist das da in dem Wege der Zauberei mit drin? Da, Ja. weil ich habe jetzt gerade gedacht, vielleicht ist es in dem Quellenband zu den Schattenlanden drin oder sowas. Nee. Wer weiß. So, okay, gut. Also wissen wir auch, wo wir es finden. Genau, und worauf werden wir in diesem Video grob eingehen? Einerseits auf allgemeine Änderungen von den Grundlagen der Magie. Das sind nur ziemlich wenige, also bei grundlegenden Zauber- und Magieresistenzänderungen. Als nächsten Punkt werden wir uns anschauen, wie habe ich die Merkmalskenntnisse abgeändert. Da gibt es nämlich jetzt ein anderes System. Als dritten Punkt werde ich angehen, wie habe ich jetzt bei Traditionsritualen und Artefakten eine neue Änderung, eine neue Ordnung reingebracht. Die funktionieren im Wesentlichen gleich, aber nach einer neuen Ordnung. Dann als vierten Punkt, wie habe ich die Repräsentation abgeändert? Also die grundlegende Art wie Hexen, Druiden, Magier und so weiter zaubern. Als nächsten Punkt gibt es dann nochmal eine Übersicht über die geänderten
geänderten Zauber. Und das ist dann der allgemeine Überblick über Magie-Medium. Und dann fangen wir gleich mal an auf der Seite 75, links unten bei Zaubersprüche. Bin da. Hier führe ich einige Grenzen ein. Sogenannte Caps, also Grenzwerte, die unter normalen Umständen nicht überschritten werden können. Das sind so die natürliche Schallmauer, sag ich mal, von bestimmten Zauberarten. Das vereinfacht dann sehr viel in dem Magiebereich, weil man sich immer sicher sein kann, dass egal welchen Weg ich gehe, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen, mehr als diese Schallgrenze kann ich unter normalen Umständen nicht erreichen. Und unter außergewöhnlichen Umständen geht es immer noch. Das heißt, auch der Spielleiter und die Spielwelt werden überhaupt nicht eingeschränkt, wenn dann etwas Ungewöhnliches passiert, dann kann das auch immer noch passieren, wenn die Umstände ungewöhnlich genug sind. Aber der normale Alltagsbetrieb funktioniert nach bestimmten Regeln. Und hier gibt es die ZFP-Sterngrenze einerseits. Das heißt, eine bestimmte Menge an übrig behaltener Qualität, mit der ich einen Zauber wirke, kann nicht überschritten werden. Es gibt bestimmte Methoden, mit der ich die Zauberqualität steigern kann. Zum Beispiel, wenn ich zusammenarbeite in einem Unitatium mit der Sonderfertigkeit Zauber vereinigen, da können die anderen Magier meinen Zauberspruch verstärken. Aber sie können ihn nicht unendlich weit verstärken, sondern ich kann bis zum anderthalbfachen meines maximalen Wertes kommen und alles darüber verfällt. Ist die der Cap beziehungsweise Zauberfertigkeitspunkte-Grenze? Ist es ZFP als Zauberfertigkeitspunkte, ne? Genau, also das, was ich übrig behalte, genau. Das hast du das eingefügt als zum Balancen oder gab es die ZFP gab es vorher schon, ne, die Grenzen, oder? Vorher gab es ein gewisses Kuddelmuddel. Manchmal bei einzelnen Dingen gab es die Grenze und bei anderen Sachen wieder nicht. Und das machte allerdings so häufig keinen Sinn, weil es gab Sachen, wo es diese Grenze nicht gab und man kam auf. Mit einem bestimmten Bug kam man zum Beispiel auf die Möglichkeit, die Zauberfähigkeitswerte, die üblicherweise in einem Bereich von 10, vielleicht, wenn man extrem gut ist, 20 liegen oder 15, dann kurzfristig auf 1 Million zu erhöhen. Was? Ja, aber das sind jetzt wirklich Krass. absolute theoretische Feinheiten und das müssen wir auch nicht aus, Nee, nee. aber es gab halt bestimmte Sachen, mit denen konnte man unglaubliche Sachen machen und alle Zauber sind darauf ausgelegt, dass sie in einem bestimmten Wertebereich stattfinden und die Mathematik funktioniert nicht mehr so, wie man sich das wünscht, ab einem gewissen Bereich, der überschritten wird. Und die Spielwelt gibt es auch nicht her und es entspricht auch nicht der Spielwelt, dass du so unendlich viel stärker werden kannst, wenn du ein paar Tricks anwendest. Also sprich der Spielwelt, dass du etwas stärker wirst, sicherlich, und dass sich Zusammenarbeit lohnt, sicherlich auch. Und dass sich Zusammenarbeit lohnt, ist sicherlich auch eine Sache, die man gerne hat am Spieltisch, damit die Spieler tolles Teamwork machen, was allen gefällt und weiterhilft, aber ja. Ähnliche Argumente gibt es dann für die Verstärkungsgrenze, die Buffgrenze, wie ich sie mal genannt habe. Das heißt, rechts oben geht es weiter, dass bestimmte Werte nicht mehr, auch nicht mehr als veranderthalbfacht werden können. Das heißt, ich kann die Zauber nicht mehr als über meinen anderthalbfachen Normalwert an Qualität steigern und auch bestimmte Werte wie Attacke, Parade und Eigenschaftswerte können, egal mit welchen Methoden und egal was ich kombiniere, nicht über diesen anderthalbfachen Wert kommen. Die Buff-Grenze, aber das hast du jetzt nicht hier in der PDF, oder? Ich sehe es jetzt gerade Doch, nicht. rechts oben, auf derselben Seite. Magieresistenz. Über der Magierestanz ist. Artefaktmagie, Dämonen, Elementare. Bin ich auf der falschen Seite? Nö. Also ich bin auf der Seite 75. Ah, okay. Ich bin beim Hochscrollen bin ich eins zu weit. Da haben wir sie. Ah. Verstärkungsgrenze. Das geht hier so nahtlos über. Das sehe ich manchmal nicht so. Ah, Ich war aber eben bei Zaubersprüche, deswegen. Okay, Verstärkungsresistenz, Buffgrenze. Jetzt haben wir es im Bild. Genau. Alles klar, sorry. Genau, und hier ist auch dasselbe Prinzip. Der anderthalbfache Wert, egal wie ich das anstelle, egal was ich zusammen in den Topf werfe, der anderthalbfache Wert kann nicht einfach so überschritten werden. Und dann gibt es dasselbe als Abschwächungsgrenze. Es geht nicht beliebig weit nach unten. Und auch die Sekundäreffekte. Das heißt, Sekundäreffekte heißt, dass bestimmte Angriffe einen Folgeschaden oder einen Effekt verursachen. Und
pro so und so viele Punkte tritt dieser Effekt einmal auf. Zum Beispiel, wenn ich jetzt mit dem Flammenschwert schlage, dann gibt es einen Feuereffekt, ohne darauf einzugehen, was der jetzt macht, aber einen Feuereffekt. Und wenn ich eine bestimmte Schwelle habe, dann, und die Schwelle ist zum Beispiel 7, dann ist für jedes Mal, wenn ich diese 7 erreiche, also bei 7, bei 14, bei 21 und so weiter, tritt einmal dieser Feuereffekt auf. Und der kann, diese Schwelle kann nicht unter 5 gesenkt werden. Okay. Auch hier ist es so, dann hätte man ansonsten starke Balancing-Verschiebungen. Okay, das heißt, diese ganzen Mechanismen gab es irgendwie schon, bei manchen Zaubern ja, bei manchen nein. Und du hast es jetzt generell für alles so als Regeln eingeführt. Ja. Ne? Das heißt, also bei manchen wenigen Sachen gab es und bei vielen Sachen gab es das nicht. Mhm. Das heißt, es gab den Effekt, dass man am liebsten alles steigert, wenn man jetzt optimierend denkt, dass man alle möglichen Sachen auf einen Haufen wirft und der Haufen wird besonders groß und der Nutzen kann halt umso höher werden, je mehr du hast. Das heißt, wir haben auch gar keine linearen Zusammenhänge mehr und haben wir viele Spielweltprobleme und Vorstellungsprobleme und alles Mögliche, was auch der Spielwelt nicht entspricht. Und das ist ja eigentlich nicht so gedacht. Und deswegen hilft diese Grenze, weil sie super einfach zu merken ist. Du hast irgendwas, ein Wert auf dem Blatt stehen und mehr als anderthalbfach geht nicht fertig. Ja, wunderbar. Da kann man sich nachrichten, ne? Genau, dann die Magieresistenz wurde auch auf ein sehr, sehr simples Prinzip zurückgeführt. Die offizielle Magieresistenz hat nämlich nicht funktioniert, wie sie sollte. Die offizielle Magieresistenz war nur eine Erschwernis auf die Probe. Mhm. Das heißt, wenn jemand dich verzaubern will und du hast Magieresistenz gesteigert, dann erwartest du ja davon eigentlich, dass du dir Sicherheit gekauft hast. Weil es hilft dir nicht für überhaupt nichts, außer jemand anderen es schwerer zu machen, bestimmte Zauber auf dich zu wirken. Noch nicht mal irgendwelche Zauber, sondern nur bestimmte Zauber. Und dann sollte sich das ja auch schon irgendwie lohnen und was bringen. Aber was es gemacht hat, war, es war nur eine Erschwernis. Das heißt, der andere hat es nur schwerer, aber er kann das noch immer beliebig durchbringen. Wenn er ein bisschen Würfelglück hat, dann kann auch irgendein, ja, also absoluter Anfänger, der gerade einen guten Tag hat oder jemand, der halt ein paar Tricks kann, auch Leute verzaubern, die er nicht verzaubern können sollte. Ja gut, aber das ist nichts in der Sache. Nein, wenn es unmöglich sein sollte. Also zum Beispiel, wir stellen uns vor, wir haben eine Plattenrüstung an. Mhm. Und jemand wirft mit einem Dart darauf und trifft keine Schwachstelle, sondern mitten auf die Rüstung. Und weil die Regeln so sind, wie sie sind, heißt es, dass der Dart dann trotzdem dich ins Herz trifft und du tot umfällst. Dann frage ich mich, wie kommt es durch 3 mm Panzerstahl durch? Und die Regeln sagen, ja, zucken mit den Schultern und sagen, ja, weiß ich nicht, aber du bist tot. So. Okay. Also das sollte nicht so. Jetzt davon, ja, okay. Also ich meine, wenn ich jetzt, ja, das macht Sinn. Ja, ich meine, weil es ist ja möglich, dass wenn ich mit einem Dart-Pfeil auf eine Schwachstelle werfe, ganz genau, aber beziehungsweise, ist ja dass ich auch durch Zufall mal treffen kann, aber ein Herztreffer ist halt unmöglich, ne? Da ist keine Schwachstelle. Ja. Ganz genau, und wenn dieser Zufall trifft, und dafür gibt es ja auch Regeln, dafür gibt es ja den glücklichen Erfolg bei Zaubern, die Doppel-1 verstärkt den Zauber ja deutlich. Mhm. Oder ein Meister des Dartwerfens könnte vielleicht eine Schwachstelle, aber dass du einfach so durch den Panzerstall durchkommst, das ist nicht glaubwürdig. Ja. Hier ist einfach eine völlig falsche Mechanik dafür verwendet worden. So, es gibt eine sehr gute Mechanik, die sich bewährt hat, und das ist die Mechanik vom Rüstungsschutz. Das heißt, im Kampfbereich, man zieht von einem Schaden, der kommt, einfach einen bestimmten festen Wert ab, und wenn der Schaden damit aufgebraucht ist und nicht durch die Rüstung kommt, dann passiert einfach gar nichts. Also deswegen hier wie bei der Plattenrüstung, wenn es ein Dart ist, dann macht er dir nichts. Wenn das vielleicht ein Zweihandschwert ist, dann hat es eine Chance oder ein Geschütztreffer oder was auch immer. Aber hier das bei Midgard ist das auch so generell. Ne? Also ja, wenn die Rüstung schützt, dann schützt die Rüstung. Es gibt zwar Ausdauerschaden, das heißt, du musst immer eine gewisse Puste reinstecken, das abzuwehren, aber Rüstung ist dann schützt und auch Magie ist es ähnlich, genau. Genau, und das ist hier die wichtigste Änderung. Das heißt, die Magieresistenz wird dann abgezogen von der Zauberqualität. Wenn die Zauberqualität nicht ausreicht, dann bist du immun, fertig. Und wenn du ein schlechter Zauberer bist, dann musst du Glück haben. Und wenn du nicht ganz viel Glück hast und der Zauber dir ungewöhnlich gut gelingt, also außergewöhnlich gut gelingt, dass du deinen tollen Glückstag hast, dann hast du keine Chance, Punkt. Okay. Und genau so sollte es ja sein. Man kann immer sagen, okay, ein ganz toller Ausnahmefall, du hast ganz viel Glück,
Aber das ist ja dann abgedeckt. Ja. Und wenn das nicht der Fall ist, dann sollte auch nichts passieren können. Okay, also das ist das, da dachte ich jetzt, oh, das ist Werber schade. Also es ist diese Möglichkeit, einen kritischen Treffer und damit durchzukommen, die existiert immer noch. Der Rest ist einfach nur realistischer dargestellt worden dann, ja. Okay, Ja, das ist oder auch super. so, dass dass es der Intuition entgegenkommt. Weil wenn du irgendwas bezahlst, um dich zu schützen, und es schützt dich nicht wirklich, dann ist es ja nicht die Intuition der Sache. Ja. Okay, wunderbar. Gut, dann würde ich zum nächsten Thema übergehen. Und das ist dann auf 78. Seite 78, ganz genau. Bin ich hier schon bei 8? Jawohl, 78. Wunderbar. Magische Sonderfertigkeiten. Genau, und Merkmalssonderfertigkeiten, die nehmen einen sehr großen Teil ein. Dazu muss ich sagen, wie haben Merkmalssonderfertigkeiten bei DSA4 funktioniert? Bei DSA4 waren alle Zauber in Merkmale eingeordnet. Ein Zauber kann auch mehrere Merkmale haben. Zum Beispiel Equifaxus ist ein Flammenstrahlzauber und der hat die Merkmale Schaden und Feuer. Er verursacht Schaden an irgendjemanden oder irgendeinem Objekt und er benutzt dazu das Element Feuer, um das zu erreichen. Was jetzt in diesem offiziellen System war, dass man Steigerungskosten, Verbilligungen bekommen hat aus Merkmalskenntnissen. Das heißt, wenn man ein Feuermagier war, dann hat man billiger Feuerzauber steigern können, man hat sie aber nicht höher steigern können und sie sind auch nicht besser geworden. Okay. Und dieses Verbilligungskonzept hat viele Probleme bereitet, weil alle möglichen Verzerrungen stattgefunden haben. Wenn man irgendwas nach Kosten sortiert, dann sollte es ja auch den Kosten einen gewissen Nutzen entgegenstellen. Was es hier allerdings verzerrt hat, ist, dass man versucht hat, die Kosten zu optimieren und wann kauft man sich welche Merkmalskenntnis, weil erst wenn man die Merkmalskenntnis hat, dann wird es verbilligt und nicht vorher und auch nicht nachträglich und so weiter und so fort. Und da gab es dann ganz viele Probleme dahingehend und du wurdest ja auch nicht per se besser in dem Bereich. Das heißt, du hattest im Kopf, dass du ein toller Feuermagier bist. Und wenn du dir Merkmalskenntnis Feuer gekauft hast, dann hat das bewirkt, dass du die Zauber einfacher lernst. Aber du bist deswegen kein besserer Feuerzauberer. Du bist ein Feuerzauberer mit mehr Abenteuerpunkte, die du auch für Feuerzauber oder für sonst was ausgeben kannst. Wenn du sehr viele Abenteuerpunkte hast, dann wäre es eigentlich eher darauf rausgelaufen, dass du ein besserer sonst was Zauberer wirst. Außerhalb des Bereichs Feuers, wenn du dir im Bereich Feuer schon alles gekauft hast. Das sind ja laute Effekte, die eigentlich, sagen wir mal, nicht das sind, was man haben will. Das, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, ist es auch schon ziemlich langweilig auch, ne? Weil ich möchte mich ja auf Feuer spezialisieren, aber ich habe keinen Vorteil gegenüber einem Wassermagier oder was auch immer, ja. Und was auch noch ein Problem war für mich, dass diese gefühlte Unterscheidung, dass das Einzigartige, ein bestimmtes Element oder eine bestimmte Zauberart zu spielen, sehr wenig dabei rauskommt. Also die verschiedenen Elemente und so weiter sind, wenn man nur Steigerungsverbilligungen hat, sich zu ähnlich. Und hier, wenn man allerdings bestimmte einzigartige Boni vergibt mit den entsprechenden Sonderfertigkeiten, dann wird es einzigartig und dann gibt es auch relevante Entscheidungen zu treffen. Und so ist ein großer Teil dieser Grundlage hier. Das heißt, die Merkmalskenntnis Sonderfertigkeiten machen jetzt nicht mehr die Steigerungsbelegung, sondern stattdessen machen sie eine Verbesserung. Und sie verbessern unterschiedliche Sachen. Sie können generisch verbessern oder sie können gezielt bestimmte Aspekte verbessern. Darauf würde ich jetzt mal eingehen. Man kann pro Zauber zwei dieser Sonderfertigkeiten benutzen. Man kann viel mehr kaufen, aber wenn du bei einem Zauber eine Auswahl hättest, dass du drei oder vier verschiedene in die Auswahl kämen, musst du dich für zwei entscheiden, die du anwenden willst. Das darfst du aber jedes Mal beim Zauberspruch, wenn du ihn wirkst, neu auswählen. Üblicherweise kauft man sich natürlich, weil es alles teuer ist, nicht so viel. Man kauft sich eins, zwei Sachen und dann lässt man den Rest bleiben, bis man wirklich viele Punkte hat, die man wieder ausgeben kann. Aber vom Prinzip her ist es so. Und die wirken dann, die Sachen, die man sich gekauft hat, wirken dann für alles, worauf es anwendbar ist. Okay. Das heißt, Feuer auf Feuerzauber, Illusion auf Illusionszauber und so weiter und so fort. Genau. Und jetzt hier bei dem Flammenstrahl, wenn ich jetzt auf Elementar Feuer und Schaden
mir die Sonderfertigkeiten hole, könnte ich dann den Flammenstrahl oder was es jetzt gerade war, sehr viel besser machen. Vor allem cooler auch. Und cooler, ja. Da möchte ich darauf eingehen. Bestimmte unterschiedliche Spieler haben unterschiedliche Spielkonzepte. Also auch das, was sie sich erhoffen, was sie im Spiel gerne anrichten würden, als bei Elementar einzeln auf Seite 78 links in der Mitte. Wenn ich da zum Beispiel unter Feuer gehe, Ja. dann habe ich bei Feuer stehen Schadenserhöhungen und dann eine Zahl. Das bedeutet, ich würfel einen 20-seitigen Würfel, immer wenn ich einen Zauber davon wirke und immer wenn höchstens diese Zahl steht, die da in Klammern steht, dann wird der Schaden ein quasi Crit, also die Schadensmenge wird um 50% erhöht. Das Also heißt, du hast eine Chance, auf den Schaden zu critten bei Feuer. bei Feuer ist es jetzt dann auf der ersten Stufe bei einer 1 und bei einer 2. Genau, auf dem 20-seitigen Würfel eine 10% Chance, dann eine 20% Ja. Chance, dann 30%, 40%, 50% Chance. Okay, das ist ja schon heftig, ne? Also da kann man schon sagen, okay, das ist ein Feuermagier, der hat halt mehr Power, ne? Aber Dabei, das also, kostet das und Gleiche dann. Feuer? Meine Astralpunkte kosten das Gleiche, nur der Ja, Schaden genau. erhöht sich, weil ich vorher für. Kostenlos mehr Schaden. Du hast aber keine Sicherheit. Aber der Gegner hat auch keine Sicherheit. Der Gegner weiß ja auch nicht, okay, wäre es ein besonders starker Angriff oder nicht. Der Gegner hat auch diese Unsicherheit. Und Spieler, die gerne diesem Element Feuer nacheifern, haben ja häufig diese Sache, dass sie gerne so etwas hätten. So ein Spiel mit dem Feuer, ein Risiko, etwas, wo viel passieren kann, aber nicht muss und viel Schaden drum kommen kann. Denn bei Eis kannst du den Gegner erstarren lassen. Das heißt, deine Zauber verlangsamen ihn und richten ihn ganz, ganz langsam. Geht es immer weiter bergab. Er wird immer langsamer. Seine Bewegungen werden langsamer. Er kann sich nicht mehr konzentrieren. Seine Arme frieren ein und so weiter und so fort. Wo würde ich das Das jetzt ist finden, die Regeln zu erstarren? alles, was hier in Klammern geschrieben ist, sind Schlagwortregeln. Das heißt, sie sind hier nur einmal aufgeführt und dann im Kapitel Schlagwortregelungen ausgeführt. Damit man nicht jedes Mal denselben Regelteil einzeln hinschreibt, sondern immer als Stichwort sagt, aha, das steht kursiv, das schaue ich im Kapitel nach, wo das erklärt steht. Aha, okay. Also das finde ich dann da ganz genau geregelt. Auch nach den Stufen 1 bis 5. Genau, und wenn wir bei Ich Schaden schauen, wollte nur kurz dann hätten anmerken, wir, wir sind jetzt ja? ungefähr bei den 20 Minuten, nur dass du Bescheid weißt. Okay, super. Dann machen wir noch mal ganz kurz was Nee, bei Schaden. mach's in deiner. Ich sage nur, dass du Bescheid weißt. Mach das ausführlich für die Zuhörer, nur dass du Bescheid weißt. Mach's ruhig ausführlich. Okay, bei Schaden haben wir dann etwas. Ja. Der erste Punkt, dass der Basisschaden für alle Zauber ungeachtet der Merkmale um 10% erhöht ist. Das heißt, ich darf es auch für Zauber anwenden, bei denen nicht das Merkmal Schaden beim Zauber dabei steht. Und dann bekomme ich eine prozentuale Erhöhung. Aber auch hier, ich darf maximal zwei dieser Merkmalskenntnisse einsetzen. Aber wenn der Zauber zusätzlich das Schlagwort Schaden hat, dann hat er auch noch diese Schadenserhöhung, wo er wieder diese Prozentchance hat. Ja. Heißt, gehen wir zurück zu unserem Flammenstrahl, dann könnte er bei Feuer Schadenserhöhung bekommen und er könnte bei Schaden Schadenserhöhung bekommen. Das Ja. heißt, er würde kostenlos, wenn wir Feuer 3 und Schaden 3 haben, 30% mehr Basisschaden machen. Und wenn ich dann eine 1 bis 6 bei Feuer würfel, dann macht er nochmal 50% mehr. Und wenn ich bei Schaden eine 1 bis 6 würfel, dann macht er nochmal 50% mehr. Das heißt, wir könnten theoretisch auf plus 130% Schaden kommen, der uns keinen einzigen Astralpunkt mehr kostet. Und Aber wir haben dann durch mehr dich Würfel und mehr Risiko, ja. und dein Balancing quasi auch gedeckelt ist. Also das kalkulierst du ein. Ja. Weil das war ja der Unterschied, ne, bei 4.1. Die haben das zwar so ungefähr sich ausgemalt, aber was das jetzt im echten Spiel bedeutet hat, ne, dass das grenzenlos wurde, das haben die jetzt nicht bedacht. Das ist aber bei dir jetzt in den jahrelangen Balancing-Prozessen rausgekommen und mit eingeflossen. Ne? Ja, also die Zahlen sind hier auch wieder sehr kurz und sehr knapp gehalten. Da steckt extrem viel Zeit und Aufwand dahinter, dass Genau. diese Zahlen gut sind und stimmen und alle möglichen sinnvollen Ergebnisse liefern und alle möglichen unsinnigen Ergebnisse nicht liefern. Okay. Alles klar. Ja, das ist aber schön jetzt hier anhand von dem Feuerstrahl. Ich glaube, das kann sich dann auch jeder gut vorstellen. Und das ist natürlich dann jetzt bei jeder Repräsentation hier Merkmalskenntnis? oder Merkmalskenntnis. Man muss ja bei den Einzeln, genau. Fachbegriffen bleiben, ne? Ist das dann separat. Okay. Ganz genau. Und jedes Merkmal hat dann seinen eigenen
einzigartigen Spielstil. Und auch durch die Kombination von einzigartigen unterschiedlichen Spielstilen, wenn man bei verschiedenen Zaubern verschiedene Merkmale anwenden kann, hat man ein richtig schönes Spiel im Spiel, wenn man will. Und wenn man nicht will, nimmt man sich einfach irgendwas und hat den Effekt und gut ist. Man muss es sich auch nicht kaufen. Aber wenn du dich dahin spezialisieren willst, dann kannst du das jetzt hervorragend tun und hast ein einzigartiges Spielerlebnis, das auch sehr einfach abzuhandeln Ja, ist. ich merke schon hier, jetzt weiß ich auch genau, was du meintest mit, man hat mehr Möglichkeiten, man hat mehr Feinjustierung als beim Leitregeln. Ne? Da war einfach, du machst Schaden oder nicht oder heilst oder nicht. Und hier kannst du jetzt sagen, ja, ich möchte aber, ich möchte mit Crit-Chance Schaden machen oder ich möchte mit Basisschaden erhöhen und so weiter. Das kann man jetzt hier viel. Also da kann man jetzt schon einen Haufen Kombinationen finden, Ganz genau. die halt nicht, ja, die alle cool sind. Und alles kann und nichts muss. Und es Ja. ist wirklich sehr einfach anzuwenden, weil es pauschal ist und jede Sache hat nur wenige Zeilen. Und faktisch hat man hier nur zwei oder drei Sachen, die man nimmt. Die sind sehr übersichtlich und haben trotzdem ein einzigartiges Spielerlebnis. Das sehe ich schon. Ich lese hier gerade, während du das erzählst, gucke ich mir mal die anderen auch nochmal so an. Das sind schon ganz, ganz viele verschiedene Dinge und das ist nicht nur einfach ein paar Punkte Schaden. Besonders interessant wird es auf der nächsten Seite, auf Seite 79, bei den dämonischen Unterarten. Auch dämonische Zauber kann man sich da auf diese Merkmalskenntnis spezialisieren. Zum Beispiel links oben Blackaras hat das Schlagwort Subversiv und Schrecken. Das heißt, man könnte sich auswählen, dass alle eigenen Zauber einen gewissen Schreckenseffekt haben. Der, wenn Leute davon betroffen sind, dann Mutproben machen müssen, um zu sehen, ob sie nicht im Schrecken verfallen. Das ist ja krass. Und sie können auch Subversiv haben. Das heißt, wenn der Gegner einen geeigneten Nachteil hat, dann wirkt der Zauber besonders stark. Das heißt, wenn du einen Blackaras gefälligen Nachteil hast, wie zum Beispiel Rachsucht, dann wirken, und Blackaras ist nämlich der Herr der Rache, dann wirken diese Zauber besonders einfach und stark auf dich. Ja, das ist ja jetzt, ja, das ist geil, weil damit kann ich meinen Rollenspielcharakter ja natürlich viel, viel, viel besser auch mit meinen Fähigkeiten irgendwie einstellen. Das ist das, was du am Anfang gemeint hast, was ich jetzt richtig verstehe, weil ich es jetzt erstmal so sehe. Das war so mein Ding. Jetzt mein Charakter, der Schwarzmagier, der sollte dann so ein bisschen in den Bösen verfallen und dann wäre sowas natürlich super geil gewesen, ja, wenn man sowas mit Schrecken kombinieren kann, ja. Aber man muss nicht. Also gerade Dämonen sind sehr vielfältig und deswegen hast du auch sehr viele Auswahlmöglichkeiten. Bei Charybdoroth. Charybdoroth ist die Erzdämonin der nachtblauen Tiefen, das heißt des Meeres und der Meereskreaturen, aber dabei nicht irgendwelche kleinen Fische, sondern gigantische Ungeheuer, verschlingende Strudel, also das alles makro, also alles ist groß und verschlingend und horizontweit. Deswegen kann man hier machtvoll nehmen, das heißt, deine Zauber werden prozentual verstärkt. Je stärker dein Zauber, desto stärker der Bonus. Und die Wirkmenge kannst du auch erhöhen, das heißt, du kriegst kostenlos mehr Menge, auf die es wirkt. Das heißt, wenn du einen 100 Meter Strudel machen würdest und hast den Zauber auf 5, auf maximal, also dieses Fertigkeit auf 5, auf maximale Stufe und hast dir die Wirkmenge einmal und ein zweites Mal geholt, dann hättest du statt einem 100 Meter Strudel einen 200 Meter Strudel oder statt einem Kubikmeter Wasser, das du verwandelst, hättest du zwei, also du verdoppelst dann einfach gratis die Wirkung in der Menge, Kommt das ohne jetzt mehr noch, zu zahlen. also diese dämonischen Domänen, kommen die jetzt noch oben drauf? Also zum Beispiel, ich nehme jetzt Elementar Feuer, ne? Und dann dämonische Domäne. Nee, Elementar und Dämon schließt sich immer aus. Achso, na gut. Ist unmöglich. Was es sein kann, ist, dass du zum Beispiel etwas Neutrales hättest wie Heilung und dann Asphalot. Asphalot ist die Herrin der wandelnden Leiber. Also Du könntest aber auch Heilung und Humus Es haben. bleibt trotzdem bei diesen zwei. Das heißt, ich nehme eine Verbesserung hier von oben, von diesen Merkmalen, wie du jetzt sagtest, mit Heilung. Und die zweite ist dann eine dämonische Verbesserung. Also nicht zum Beispiel Heilung und Blitz und eine dämonische kommt obendrauf, was weiß ich, keine Ahnung. Ja, Also genau. Also es es gehen bleibt immer bei nur zwei zwei. Sachen.
Und was unmöglich ist im Hintergrund, und ich hier nicht ausführe, weil das schon im Hintergrund unmöglich ist und es keinen Zauber gibt, ist, ein Zauber kann immer nur entweder ein einziges Elementar, üblicherweise, also selten mehr als eins, haben und eine einzige erzdämonische Domäne. Das heißt, ein Zauber, der ein Belhalla-Zauber ist, kann nicht gleichzeitig ein Krypto-Zauber sein. Dadurch schließt sich das schon basismäßig aus, ohne dass ich das hier nochmal erwähnen muss. Ja, und auch von der Logik her. Die arbeiten nicht zusammen. Lolgramot ist zum Beispiel der Meister der schnellen Bewegung, der hat einen Schnellzauber. Das heißt, ich kann theoretisch dann so schnell Zauber wirken, bevor irgendjemand anders reagieren oder mich mit dem Schwert schlagen kann. Wie lese ich das? Achso, da würde ich jetzt bei Schnellzaubern gucken. Genau. Was da genau beschrieben ist im Detail. Genau. Und hier ist wieder 1, 2, 3, 4, 5 heißt jetzt wieder die Chancen. Die Menge der Wirkung. Also wenn du bei Schnellzauber nachschaust, dann steht da, und diese Zahl, die da in Klammern steht, wird deine Initiative für das Wirken dieser Zauber verbessert. Achso. Das heißt, wenn ich jetzt Lolgramot auf Stufe 5 hätte und mir dreimal die Schnellzaubern-Auswahl genommen habe, dann hätte ich 15 Punkte erhöhte Zauberinitiative. Achso, das macht dann auch Sinn, dass es dreimal das Gleiche dasteht. Genau, du kannst einmal, nullmal, einmal oder zweimal eine dieser drei Auswahlmöglichkeiten wählen. Es gibt noch allgemeine Auswahloptionen für dämonisch. Aha, das steht, das heißt, aber du kannst, oben drüber dann genau. Genau, das steht oben drüber, genau. Genau, das haben wir. Du musst nicht, aber du kannst. Und du kannst damit auch wirklich verschiedene, Belhalla, Kryptorot, Blackaras, Paktierer, Zauberer, was auch immer, spielen. Und jeder kann auch einen unterschiedlichen Stil spielen. Das heißt, wir haben nicht einfach nur 12 Erzdämonen und 6 Elemente und alles Mögliche, die ihren persönlichen, individuellen Spiel stilen können, sondern auch 3 Blackarats-Paktierer oder Zauberer können nebeneinander sein. Und jeder kann seine eigene Version des Herrn der Rache verkörpern. Und das auch macht mit seinen Zaubern. Vor allem auch einen Unterschied, wenn ich meine Heldengruppe gegen einen Plakaratskult führe oder gegen einen Tas Pharael oder was. Also, das heißt, die Helden müssen sich dann auch auf ganz, ganz andere Dinge einstellen und auch ihre Taktik anpassen. Ne? Ja, das ist ja auch eine Sache des Dämonischen, die hier auch explizit rauskommen soll, dass man nie wirklich weiß, was einem beim Chaos genau begegnet. Man hat eine Vorstellung davon, was es alles wahrscheinlich nicht ist bei einem bestimmten Herrscher, aber was es genau ist und diese Berechenbarkeit, die hat man einfach dann nicht. Man weiß, dass es ein gewisses Portfolio gibt und aus diesem kann irgendwas kommen, aber was genau? Das ist ja fantastisch. Das weißt du nicht. Das ist ja fantastisch. Also da habe ich jetzt gerade Bock, hier was mal genau reinzugucken und dann schon alleine zu überlegen, was da für Rollenspielgeschichten rauskommen. Wenn ich mir jetzt, sag mal, Charybdorot, ne, wie du sagtest, und ich lese mir jetzt nur diese 3 Zeilen durch, was die können, so. Und dann muss ich dann für mich dann auch weiterdenken, wie sieht denn ein Kult aus, der darauf auch seine Macht bezieht, ja? Das heißt, die müssen ja dann auch dementsprechend Machtbereiche haben oder Strukturen haben oder sonstige Dinge. Also das macht ja richtig viel mit der Rollenspielsituation und es ist nicht nur einfach nur der Typ mit der schwarzen Kutte, sondern es ist halt jemand, der halt Lebensraub hat oder was auch immer. Ja. Im Gegensatz ganz genau. Zu einem anderen, der bei dem alle wegrennen. Ja. Sehr schön. Also gefällt mir sehr gut, muss ich sagen. So. Wie sieht's aus? Willst du jetzt einen Break machen? Ist das jetzt würde ich kurz einen Break machen. Genau. Na gut, jetzt sind wir bei 30 Minuten oder 33 Minuten. Ist auch nicht so schlimm. Für alle nochmal, der Link zur PDF ist unten in der Infobox und auch die Playlist. Denn es wird jetzt einen zweiten Teil geben der Medium-Regeln, weil wir es ja in Ausführlichkeit machen. Und wir sehen uns dann im zweiten Teil. Ich danke dir, Philipp, für die ausführlichen Informationen. Und du kannst for having me. Gerne nochmal Schlagworte sagen, was uns im nächsten Teil dann so erwartet. Im nächsten Teil erwartet uns eine kurze Übersicht über die Schlagwortregeln, über die neu geordneten Traditionsrituale und Artefakte. Die funktionieren im Wesentlichen wie normal auch, aber sie sind jetzt viel stringenter angeordnet, viel klarer strukturiert, viel eingängiger und über die Repräsentationen und über geänderte Zauber. Ja, wunderbar.
Gut, alles klar. Dann macht's gut, Leute, und ciao.